Heute war der erste Tag seit, wenn ich drüber nachdenke, echt einer längeren Zeit, an dem ich so eine ganz plötzlich aufkommende Leichtigkeit verspürt habe. Im Leben geht es immer auf und ab. Und das weiß ich auch. Aber ich weiß nicht, ob ich einfach immer Glück hatte im Leben oder ob sich irgendwas an meiner Persönlichkeit verändert hat, weshalb ich nicht mehr so dauerpositiv und optimistisch bin, wie ich es mal war. Diese Gesichtsmaske war der erste Self-Care-Moment in sehr langer Zeit. Ich bin an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich das große Ziel vor Augen habe, aber es nicht schafft, die kleinen Schritte zu machen. Ich habe das Gefühl, ich mache immer wieder den ersten Schritt und dann hört es auf. Ich habe auch immer gedacht, so diese negative Stimmung, die kriegt mich gar nicht. Also ich finde immer einen Weg daraus. Dazu kommt, mein Kopf geht von hier nach da, von da nach dort. Und jetzt sitze ich hier einfach und zeichne. Und es ist einfach was, was ich schon so lange nicht mehr einfach so gemacht habe. Und es tut gut, weil ich endlich auch mal Zeit habe, die ganzen Eindrücke, die ständig kommen, zu verarbeiten. Ich komme gerade aus der Uni und habe mir auf dem Rückweg ein Falafel-Sandwich geholt. Und der Mann im Laden hat mir, let me show you, das hier mitgegeben. Ich glaube, es ist halt nicht vegan und in Plastik, also eigentlich das, was ich nicht so möchte. Aber ich fand das so nett von dem, weil der das einfach nur so, ja, kostenlos halt mitgegeben hat. Der war auch total bereit, so alle meine Extrawünsche zu erfüllen bei der Falafeltasche. Also, ja. Ich finde es so schön, wenn Menschen einfach so grundlos mega freundlich sind. Und ich glaube, ich werde das auch mal probieren. Auch, also ich meine, ich bin ja jetzt mit der veganen Ernährung eh nicht super streng. Ausnahmen bestätigen die Regel. Mich interessiert echt total, wie das schmeckt. Steht, es ist ein Erfrischungsgetränk nach türkischer Art aus Joghurt, Wasser und Molkenerzeugnis. Let's try it. Ich wasche gerade Wäsche, deshalb ist hier alles vollgestellt und ich weiß gar nicht, wo ich alles so richtig abstellen kann. Aber jetzt steht er im Regal. Funktioniert. Erstmal, oh. Das riecht wie Actimel. Kennt ihr Actimel? Ich habe das früher einmal getrunken. Bevor ich gemerkt habe, dass ich Milch nicht so gut vertrage. Ich glaube, es ist nicht so meins. Ich kann mir vorstellen, dass es mir vielleicht besser schmeckt, wenn ich da so ein bisschen Ahornsirup oder so reinmache. Aber nicht schlecht. Ich wollte noch was sagen. Und zwar habe ich diesen Abi-Pulli. Abi 2018. Endlich mal wieder an. Der hatte nämlich irgendwie so einen Fettfleck irgendwo hier vorne drauf. Und ich habe den ganz lange dann, also ich habe den mehrmals gewaschen, das ist aber nicht rausgegangen. Und jetzt habe ich vor einiger Zeit mir Gallseife so am Stück angeschafft für meine rot-orangene Hose, die ich in Australien gekauft habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch gerade an die erinnert. Ich hatte die in letzter Zeit nicht so viel an. Auf jeden Fall da war unten so vom Fahrrad, von der Kette ist so schwarz. Und das habe ich auch mit der Gallseife wegbekommen. Und ich war mega fasziniert. Oh mein Gott, wie krass. Dass das einfach so rausgeht. Und genau das gleiche. Auf dem Pulli ging jetzt auch raus. Und ich bin voll happy, weil ich den jetzt wieder anziehen kann. Ich habe den echt lange nicht angehabt, wobei ich auch mir bei der Farbe mal so ein bisschen unsicher war, aber mal so für ab und zu. Und es ist halt einfach mein Abi-Pulli. Und ich habe schon mal überlegt, ob ich den einfärben soll. Aber ich glaube, dann würde sich das halt vielleicht mit einfärben. Und das möchte ich eigentlich nicht. Naja, Farben sind bei mir eh so ein bisschen saisonabhängig. Ich wollte euch noch was erzählen, was wir gerade in der Uni machen. Wir nehmen nämlich gerade Demos auf, mit denen man sich dann als Sprecher irgendwo bewerben kann. Beziehungsweise die, die wir jetzt machen, sind wahrscheinlich nicht die, die wir später irgendwo einsenden. Das ist mehr so zum Üben und damit wir bewertet werden können. Und ich habe da auf jeden Fall so Texte, eine Moderation. Da habe ich eine von Poplus genommen, weil ich das einfach voll cool finde und ich hätte einfach auch irgendwie Bock, sowas vielleicht später zu machen. So eine Kindersendung oder so Reportagen. Oder so für junge Leute zu moderieren. Das macht mir total Spaß. Also der Purplus-Text ist der hier. Habe ich einfach von YouTube transkribiert. Dann haben wir hier eine Werbung von Trivago, weil ich die irgendwie ja spaßig fand zu sprechen. Wenn ich später mal in die Sprechbranche wirklich so einsteigen sollte, also nicht nur Moderation oder so, sondern auch so Werbung und sonst was, weiß ich nicht, ob ich dann wirklich so für alles Mögliche meine Stimme hergeben wollen würde.
Aber es ist jetzt ja nur zum Üben. Es geht ja nur darum, wie man sprechen kann. Und das war ganz witzig. Oh, der Akku blinkt. Dann habe ich einen Auszug aus Chick, der sehr lang ist. Da muss ich aber noch gucken. Der geht hier oben auch noch weiter, wie viel ich da letztendlich wirklich von nehme. Wir sollen insgesamt 3 Minuten. Und von Rupi Kaur eine lose Übersetzung von irgendjemandem auf Pinterest. Weil wir halt deutsche Texte brauchen. Der Text ist sehr emotional. Es geht halt um Gewalt. Und deshalb wollte ich auch noch sowas haben, weil mit den Emotionen kann man da schön arbeiten. Und ja, das sind meine Texte. Und da haben wir heute geübt und in 2 Wochen wird dann aufgenommen. Yay! Und in der Zeit muss ich jetzt noch ganz viel üben, weil man kann immer noch sehr viel mehr perfektionieren und verbessern. Hallöchen, ihr Lieben. Es ist schon wieder eine ganze Weile her, dass ich mich bei euch gemeldet habe. Es ist irgendwie auch schön, mal eine längere Vlogpause dazwischen zu haben, weil ich jetzt wieder viel mehr Motivation auch irgendwie habe, euch alles zu erzählen und es macht viel mehr Spaß irgendwie. Ich habe einfach vorgestern von 7 Uhr abends bis 6 Uhr morgens geschlafen. Bin zwischendurch mal aufgewacht, deshalb hatte ich insgesamt vielleicht so 10 Stunden Schlaf. Und es tat so gut. Ich dachte wieder, ich werde krank. Und ich glaube, das war echt so der springende Punkt. Einfach Schlafmangel, weil ich davor Besuch hatte. Es war sehr schön. Die Aki hat mich besucht und wir hatten eine sehr schöne Zeit hier. Aber es ist natürlich auch immer anstrengend, wenn man dann viel macht und so. Und deshalb tat mir das dann total gut, einfach mal so lange zu schlafen. Und am nächsten Morgen ging es mir so viel besser. Ich hatte auch bei der Arbeit total viel Energie. Mir hat eine Viertelstunde Pause gereicht. Also im Vergleich normalerweise mache ich eine Stunde oder eine halbe Stunde auf jeden Fall, aber nicht nur eine Viertel. Aber ich hatte irgendwie so viel Energie und war dann so in der Stimmung, einfach schnell weiterzuarbeiten und war dann irgendwie um 3 zu Hause statt normalerweise um 4 oder 5. Ein total gutes Gefühl und das brauchte ich, glaube ich, nochmal so als kleinen Hinweis an mich selbst, wie viel Schlaf wirklich ausmacht. Dann war ich im Kino in der Originalversion von Little Women. Das läuft dann so 14 Uhr oder so, also nicht abends, wo man normalerweise vielleicht ins Kino geht. Ich bin dann direkt nach der Uni hingefahren und bin auch alleine gegangen. Und ehrlich gesagt, hat mir das auch gut gefallen, da alleine reinzugehen. Ich bin ja in Australien auch schon einmal alleine im Kino gewesen, in König der Löwen. Und auch jetzt wieder hat mir das gut gefallen. Das hat irgendwie, es war so ein bisschen so ein Self-Care-Moment auch, irgendwie einfach die Zeit für sich zu nehmen. Und das Kino war auch ziemlich leer, weshalb ich mich ganz nach hinten sneaken konnte und in so einem richtigen Boss-Sessel da gefühlt saß. Also mega bequem. Ich hatte natürlich nicht für die hintersten Reihen bezahlt, aber da war niemand. Ist niemandem aufgefallen. Ich habe den Film Little Woman gesehen und wollte euch kurz davon erzählen. Also schreibe ich euch hier mal die Zeit hin, falls ihr das skippen wollt, weil ich dafür ein bisschen spoilern muss. Aber ich habe echt aus diesem Film auch ein bisschen was gelernt und da wollte ich einmal mit euch drüber sprechen und euch den Film auf jeden Fall auch ans Herz legen, euch den empfehlen. Guckt euch den unbedingt an, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Also wirklich richtig, richtig tolle Schauspieler und besonders die, die Hauptrolle, würde ich sagen. Sie hatte so eine Rolle von einer jungen Autorin, könnte man sagen. Sie hat immer so gesagt, warum gibt es für Frauen, also spielt in der Vergangenheit, um das nochmal so ein bisschen so klarer zu machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welchem Jahr genau, aber auf jeden Fall in einer Zeit, in der Feminismus und Frauenrechte noch nicht ganz so hochgeschrieben wurden wie heute. Ich meine, heute ist auch noch nicht das Ziel. Aber natürlich, desto weiter man in der Zeit zurückgeht, desto schwieriger war es für die Frauen. Und da war es eben auch so, dass das oberste Ziel für eine Frau war, halt zu heiraten und nicht irgendwie Karriere zu machen. Und dann gab es aber eine Szene, wo sie gesagt hat, also sie möchte das alles so unbedingt und Frauen sind so viel mehr als nur Wesen, die irgendwie verheiratet werden müssen und die nur schön sein müssen und so, sondern sie sagt irgendwie, women have minds and souls and... Es ist eine total berührende Szene. Und dann sagt sie aber ich fühle mich so einsam. Ich fühle mich so einsam und ich möchte all das. Und ich möchte nicht nur auf eine Beziehung reduziert werden, aber ich fühle mich auch so einsam. Und das konnte ich so, so gut nachvollziehen irgendwie. Das hat mich so richtig getroffen. Das ist wirklich was, mit dem, glaube ich, auch viele heutzutage trotzdem noch kämpfen. Karriere oder Familie? Karriere oder Beziehung? Und am Ende des Films wird dann eben gezeigt, dass sie sich halt trotz allem, trotz ihrer Karriere, trotzdem noch für eine Beziehung zusätzlich entscheiden kann und dass das auch möglich ist, solange man da
halt auch irgendwie jemanden findet, der einem unterstützend zur Seite steht und einen nicht von all dem abhält, sondern dass man Liebe trotzdem auch zusätzlich haben kann, aber dass es nicht alles im Leben sein muss, dass man sich aber auch nicht komplett nur für Karriere entscheiden muss, sondern dass man auch beides haben kann. Sie hat da so einen Kampf mit sich selbst am Ende auch, weil sie halt sagt so, ja, sie möchte das alles, aber trotzdem fühlt sie sich auch so einsam und das ist einfach so diese wunderschöne Lösung am Ende irgendwie. Und ich habe erst da gesessen und war so, das widerspricht jetzt irgendwie allem, dass sie doch mit jemandem zusammenkommt und dass sie dieses Liebes-Happy End hat und irgendwie sagt sie doch die ganze Zeit, sie will für ihre Karriere da sein und sie möchte nicht sich verheiraten lassen und so weiter. Und dann habe ich so gedacht, so, aber warum denn nicht? Warum kann sie denn nicht auch beides haben? Und eigentlich ist das genau das, was ich auch möchte, so. Dann wollte ich nochmal so einen Gedankengang mit euch teilen, den ich gestern Abend hatte, weil ich ja gerade so ein bisschen versuche, meine ganze Situation zu verstehen. Also ich habe das Gefühl, ich bin in so einer Selbstfindungsphase und ich habe auch so ein gefühlstechnisches Auf und Ab die ganze Zeit und frage mich halt immer, woher das kommt oder was ich machen kann, um das zu ändern. Und hatte gestern den Gedankengang, dass es wahrscheinlich wirklich einfach ganz normal ist. Jetzt, wo ich alles, in Anführungsstrichen, übers Teenager-Sein weiß, damit gut klarkommen und da auch Ratschläge an mich selbst verteilen könnte, da kommt die Zeit, in der ich aber gar nicht mehr das Teenager-Leben meistern muss, sondern das Erwachsenenleben. Und darüber weiß ich gefühlt nichts. Und das ist so ein seltsames Gefühl. Das ist wie, wenn man in der 4. Klasse sich endlich irgendwie alt und angekommen gefühlt hat. Und dann kam man in die 5. Klasse und gehörte wieder zu den Jüngsten. Und so fühle ich mich gerade. Das habe ich total lange nicht verstanden. Ich habe gar nicht begriffen, dass das halt wirklich einfach so ist, weil ich ja ganz, ganz viele Sachen jetzt meistern muss, in Anführungsstrichen, die ich vorher nicht hatte. Nicht einfach nur alles neu, sondern es ist halt auch einfach wirklich ein ganz neuer Lebensabschnitt. Und das musste ich in meinem Kopf erstmal nochmal mir selbst erklären, weil ich immer dachte, dass mein neuer Lebensabschnitt nach der Schule beginnt. Aber das ist gar nicht so, weil Australien war nicht wirklich Erwachsenenleben. Das war mehr so ein Übergang, der mir viel gebracht hat, aber nicht mich sofort ins Erwachsenenleben katapultiert hätte oder mich allwissend gemacht hätte, wie ich jetzt hier mein Leben am besten leben kann. Wenn man sich das mal überlegt, dass ich im Prinzip erst seit Oktober in diesen Erwachsenenlebensabschnitt eingestiegen bin, dann ist es vielleicht auch ganz normal, dass ich noch nicht so genau weiß, wohin mit mir und dass alles sich so ein bisschen komisch anfühlt. Da hat mich eine Frau beobachtet, wie ich mit der Kamera rede. Hi! Es ist Freitagabend und ich wollte mir einmal kurz einen Moment nehmen, um einfach zu sagen, dass ich trotz dem ganzen Auf und Ab, was im Moment in meinem Leben so los ist, unglaublich dankbar einfach dafür bin, was ich so habe. Und ich vergesse das immer wieder, dass ich eigentlich total viele, total schöne Momente habe in meinem Leben und ja durch den ganzen Stress gar nicht so dazu komme, das alles so wertzuschätzen. Und es ist kurz vor 12 und ich muss ganz dringend schlafen, aber der Gedanke ging mir gerade noch so durch den Kopf und ich versuche das gerade so ein bisschen wieder zu entdecken, dieses Dankbarkeitsgefühl, weil mit Dankbarkeit auch irgendwie glücklich sein so einhergeht. Ich habe auch mal eine Zeit lang angefangen, jeden Abend aufzuschreiben, wofür ich an dem Tag dankbar bin. Und ich dachte, ich überlege einmal mit euch, wofür ich heute dankbar bin. Wofür ich generell auf jeden Fall dankbar bin, ist, dass ich einfach die Möglichkeit habe, hier allein zu wohnen in Berlin und dass ich das irgendwie auch gemeistert kriege. Also es ist zwar mal chaotisch und es läuft nicht alles nach Plan und ein bisschen ein Durcheinander, aber irgendwie, also jetzt nicht nur so ordnungsmäßig in der Wohnung, sondern so generell die Situation, weil man erstmal ein bisschen rausfinden muss, wie das funktioniert, allein zu leben und wie man das alles managt mit Haushalt machen und so. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit habe, das zu machen. Und ich bin auch so dankbar einfach, dass ich diesen Raum habe, um einfach komplett für mich zu sein, so viel ich möchte. Also ich kann einfach hier hinkommen und hier kommt niemand rein, hier bin nur ich. Also ich meine jetzt gerade, wo meine Mitbewohnerin im Ausland ist, ist es ja nochmal viel mehr so. Eine weitere Sache, für die ich aber trotzdem auch sehr dankbar bin, die sich zwar jetzt noch nicht heute abspielt, aber letztes Wochenende hat mich ja eine Freundin besucht und morgen besucht mich wieder eine Freundin für ein paar Tage. Und da bin ich auch so dankbar für, weil das ist einfach so, die nehmen das ja von sich aus auf sich, von ihren
Heimatstätten zu mir zu reisen. Die geben dafür ja Geld aus, planen das extra alles ein und das sind ja auch alles Leute, die ein beschäftigtes Leben führen, sag ich mal. Und die kommen extra hierher, um mich zu sehen und das ist auch einfach etwas, was ich sehr, sehr schätze, weil ich merke, wie gut mir das auch einfach tut, ab und zu wirklich gute, enge Freunde um mich herum zu haben, die mich gut kennen und mit denen ich mich gut verstehe und mit denen ich trotzdem, obwohl sie da sind, noch mich so verhalten kann, als wäre ich komplett allein zu Hause. Ich merke, dass obwohl ich oft gerne auch ganz alleine bin und dass ich das auf jeden Fall auch brauche, um Energie zu sammeln, ich brauche auf jeden Fall auch ab und zu Menschen um mich rum für einfach so emotionale Stärke. Und das war mir lange gar nicht so klar, weil das so selbstverständlich war. Ich habe jeden Tag Menschen, die mir sehr wichtig sind, gesehen. Jetzt, wo ich so viel alleine bin, automatisch, wo das der Normalzustand ist, merke ich erst, wie wichtig es einfach ist, sich dann auch ganz bewusst Menschen zu suchen. Und das war auch eigentlich immer der Plan, dass ich meinen Space hier habe und dass ich aber auch losziehen kann und Menschen treffen kann. Aber dass es halt nicht so einfach ist, wenn man in einer neuen Stadt ist und auch zum Beispiel einen Studiengang hat, in dem einfach nicht viele Leute sind, plus die sind auch wieder sehr beschäftigt, da ist es nicht so leicht, seine emotionalen Bedürfnisse auch irgendwie voranzustellen, die immer so zu erfüllen. Also ich kann nicht immer, wenn ich das gerne möchte, mich mit jemandem treffen oder jemanden sehen. Und damit muss man auch erstmal lernen, umzugehen, weil das hatte ich noch nie in meinem Leben. Es waren immer so viele Menschen um mich rum, mit denen ich die Möglichkeit hatte, mich zu treffen. Und ich musste immer eher sagen so, sorry Leute, ich kann nicht, ich muss gerade mal ein bisschen für mich sein. So, das war immer die Entscheidung, die ich treffen musste. Ich merke jetzt erst, was das einfach für ein Privileg ist. So, also mir war das schon klar, dass es auch viele Freunde zu haben und Familien, so, die einen so schätzen und lieben, viel Zeit mit einem verbringen wollen. Das war mir schon klar, dass es was ganz Tolles ist. Aber trotzdem ist es was anderes, wenn man wirklich in so eine Situation kommt, in der man das ganz anders nochmal erlebt. Das ist wie wenn man halt sagt, so ja, wir leben irgendwie in Wohlstand und Reichtum. Man wird es nie wahrscheinlich so sehr schätzen können, wie jemand, der wirklich mal in Armut gelebt hat. Ja, und jetzt fange ich gerade ziemlich an zu frieren, deshalb muss ich echt mal schnell ins Bett. Das ist ein Zeichen davon, dass ich sehr müde bin. Vielen Dank, dass ihr auch immer noch da seid. Ich habe heute so viele Abonnenten plötzlich wieder dazu gekommen. Ab und zu gibt es mal so einen Schub. Plötzlich waren irgendwie 10 neue Abonnenten da. Jetzt geht's ins Bett. See you.